Voici les armes de mon métier qui appellent l'âme de qualité, 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 de gar keine Kenntnis hat von dieser Musik, die heute so geschrieben wird, dann muss man einfach ganz offen sein. Offen vor allem für skurrile, für schräge, für auch sperrige Sachen, die gleichzeitig irgendwie sehr kindlich ist. Das ist ein Stück übers Theater und auch wenn historische Figuren vorkommen, die ich eher als Zitate sehe, als realistische Figuren. Das spielt hier und jetzt. Das ist eine Musik, die halt sich längstens gelöst hat von diesen alten Mustern, wo ich mir eine Melodie hat und Harmonie und eine regelmäßige Rhythmik, wie eine Malerei, die plötzlich einfach eine Farbe ist in einem Bild. Und die Farbe will gar keine Kontur, will gar keine Form, ich muss gar nichts darstellen. Es ist einfach ein Zustand von der Farbe. Und genauso können meine Töne ein Zustand sein von der Klangfarbe. Oder herausstellen wollte, ist eine Begeisterung, die das Theater erzeugen kann, bei denen, die es machen und hoffentlich bei denen, die es sehen. Man möchte wissen, was passiert da jetzt, hier und jetzt mit mir, durch das, was die auf der Bühne da machen.